Ja, Freunde, weiter geht's mit der CBF 600. Ich baue als nächstes mal das Lenkkopflager wieder zusammen, damit mir nicht zu viel rumliegt, was zerlegt ist. Und danach kommt die Gabel. Willkommen bei Sam's Channel. Auch hier passt das übliche Lenkkopflager von Allballs. Wir haben hier also einen gestuften Lagersitz und die Lagerschale ist, wie man sieht, ein bisschen breiter als dieser Sitz. Und in dem unteren Teil klappert sie, aber in dem oberen Teil, wo sie letztendlich sitzen soll. Ja. Jetzt ist sie mir runtergefallen. In dem oberen Teil, wo sie sitzen soll, ist alles ein bisschen schwierig. Mit einer Hand passt sie also genau rein und man kann sie ansetzen. Und sie fällt normalerweise nicht raus. Ja, dass der Lagersitz da jetzt ein bisschen schmaler ist vom Rahmen her als dieser Lagerring, der ja ein Kegelrollenlagerring ist, möge mich jetzt mal nicht stören, weil das Ding kann ja nicht weg. Hier oben ist es also genauso. Wir haben hier den Ring, der etwas tiefer sitzt und ringsrum ist halt ein bisschen Platz. Aber in der unteren Stufe sitzt er dann ganz genau. Das ist dann halt bei dem Alurahmen so. Ich hoffe, dass alles passt. In diesem Rahmen verbaue ich dieses Lenkkopflager ja auch das erste Mal. Zunächst gibt es hier also ein bisschen Fett, damit es gut reingleitet und natürlich genauso. Dann setze ich die Lagerschale an, möglichst gerade. Und dann schaue ich mal, wie sie sich so einfügen lässt mit kleinen Schlägen. Ich mache den Anfang immer ganz gerne mit dem Schraubenzieher. Griff. Um zu gucken, ob sie zu rutschen wünscht. Wenn das gar nicht geht, merkt man schon, dass was schief läuft, aber es geht gut. Es ist jetzt also nur mit dem Holzgriff vom Schraubenzieher schon plan gegangen. Jetzt versuche ich das gleiche unten zu tun. Keine besonders erquickliche Arbeitshaltung für einen alten Mann. Aber naja, was will man machen? Hier ist auch ein bisschen schwieriger, weil die Kante sehr nah an der Rahmenkante ist. Also man kann nur ein ganz kleines Stückchen rein. So, dass es halt möglichst eben nicht mehr rausfällt. Und dann muss die Presse den Rest tun. So, ich denke, auch hier ist der Ansatz ganz gut gelungen, sodass die Presse den Rest ganz gut schaffen müsste. Heute verwende ich also diesen Werkzeugsatz. Wie ihr ja wisst, habe ich auch noch andere, aber heute verwende ich mal diesen. Das erste Mal übrigens. Das passende Druckstück für unten, 54 mm unten. Und das passende Druckstück für oben ist 46 mm. Und es ist also so, dass dieser Rand, den man hier also sieht, hier auf dem Rand aufsitzt. Es hat hier noch ein bisschen Spiel, sodass also diese Kante, diese schräge Kante, die im Prinzip der Schräge hier folgt, aber sie nicht berührt. Wenn man das schön zentriert, berührt es den nicht, dann hängt nur der Rand hier auf dieser Kante hier oben. Und es wird am eigentlichen Lagersitz eigentlich gar nichts berührt. Und das ist auch der Sinn der Geschichte, dass nämlich nur an dieser Kante direkt gedrückt wird und nicht irgendwie direkt im Lager. Also da, wo die Rollen, die Kegelrollen laufen werden. Ja, die Druckspindel selbst scheint so aufgebaut zu sein. Ich schaue mir das ja auch jetzt das erste Mal an. Wir haben also hier ein Kugellager drin. Und wir haben hier oben ein Feingewinde. Dieses Feingewinde ist also letztendlich das, was presst. Dieser Teil steht dann bei dem Einpressvorgang. Dieser Teil wird von dem Schraubenschlüssel bewegt auf diesem Feingewinde. Und dieses Kugellager trennt entsprechend diese beiden stehenden und bewegten Bauteile. Und es macht sicherlich Sinn, da ein bisschen Fett reinzupressen. Das werde ich gleich mal tun. Nicht, dass ich damit implizieren wollte, dass Coco das vergessen hätte. Nein, keineswegs, aber ich mache es halt einfach.
Nochmal, damit ich wenigstens auch ganz genau weiß, dass es getan ist. Dafür kann ich meine kleine Fettpresse, die mir ja glücklicherweise jemand von euch geschenkt hat, nochmal vielen Dank dafür. Habe ich ja schon vorgestellt in einem meiner letzten Videos. Kann ich dafür schön benutzen. Kann diesen Punkt hier schön schmieren. Prima. Ich kann es ja eigentlich auch mal zerschrauben. Ich bin ja selbst neugierig, wie es da drin aussieht. Da muss ich das Fett da ja nicht dazwischen pressen, sondern kann das an der richtigen Stelle applizieren. Sei nicht so faul, Zamm. Du bist doch neugierig. Klar doch. Boah, das ist aber langes Gewinde. Ah, okay. Das ist das Feingewinde und das hier ist nicht trennbar. Ah, haben sie gut gemacht eigentlich. Aber es rutscht sehr schön. Ja, und jetzt gab es ja so eine Tube von diesem Fett, von diesem Spindelfett. Und damit soll man natürlich Spindel fetten. Und das mache ich jetzt mal, wo mir diese Spindel ganz gut gefettet vorkommt. Ja, es ist zu einbruchsicher verkorkst. Ja, ich habe schon eine andere Tube Spindelfett auf. Jetzt ist der Deckel weg. Dann benutze ich eben die. Ist ja auch in Ordnung. Das verteilt sich dann schon. Man kann hier also schön sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Man könnte jetzt also eine lange, schmale Sägeringzange benutzen, um diesen Sicherungsring zu öffnen. Dann könnte man es zerlegen. Aber das spare ich mir jetzt. Stattdessen bringe ich meine frisch gefettete Spindel hier wieder ein. Was jetzt oben, was unten ist oder angesetzt wird, ist erstmal egal. Ich denke, ich werde diesen Kopf oben ansetzen, damit ich mich nicht bücken muss beim Schrauben. Das heißt, jetzt kommt dieses Teil hier rein. Und dann kommt unten letztendlich dieses Teil hier rein. So. Und dann gibt es diesen netten Griffel hier. Der hat auch ein Gewinde hier drin, wie man sieht. Und das ist dieses Grobgewinde, das ist dieses Einstellgewinde. Damit kann man über eine sehr steile Steigung sehr viel Weg in kurzer Zeit machen. Und kann hier quasi die Lenkkopflänge einstellen, sodass dieser Punkt unten an der richtigen Stelle zu liegen kommt. Und kann das mal vorspannen leicht, bevor man hier oben den Schlüssel ansetzt und das Ganze dann richtig zusammendrückt. Mit der Feinspindel, die hier oben drin sitzt, die wir gerade gesehen haben. Das ist also, denke ich mal, das Funktionsprinzip. Viel anders kann es ja nicht sein. Bedienungsanleitung habe ich nicht gelesen, ist nicht meine Art, das zu tun. Okay, dann bringe ich es mal am Motorrad an und gucke, was passiert. Also, meinen eigenen Worten glauben, setze ich jetzt dieses Ding hier da rein, zusammen mit diesem Druckstück, welches ich gerade gezeigt habe, und schaue, ob das passt. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier unten könnte es mal wieder eng werden mit der Bremsleitung, aber ich versuche es trotzdem. Ich setze also dieses Druckstück an. So. Und dann dieses Gewinde, was ich nicht drauf kriege. Ich habe sowas schon fast befürchtet. Ja. Das ist schade. Und diesen großen Klotz kriege ich natürlich erst recht nicht da unten hin, das ist klar. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe diese Schraube, die diese beiden Bremsklotzhalter hält, habe ich jetzt rausgeschraubt. Die lasse ich hier drin sitzen und kann das eine in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung ein bisschen wegbiegen. Und schaue, ob ich jetzt dieses Ding da hineinbekomme. Und das scheint tatsächlich zu gehen. Man muss die Bremsleitung dabei nicht mächtig verbiegen. Das ist natürlich Quatsch, muss man nicht. Nee, es passt immer noch nicht gut am Bügel vorbei. Okay. Das stößt hier also da an und es ist fast dran vorbei. Es passt also gerade so mit um die Millimeter nicht. Aber das ist kein Problem. Das Ding ist mit dieser Schraube fest. Und es ist nur noch dieser Haltebügel. Und wenn ich diese Schraube hier oben auch noch löse, kann ich den ein bisschen verschieben oder habe Spiel genug, um dieses Werkzeug hier einsetzen zu können. Also es ist im Prinzip nur ein Herausschrauben von zwei Schrauben und wegbiegen, leichtes Wegbiegen der Komponenten und dann ist es okay.
denke, man wird die Schraube gar nicht komplett rausmachen müssen mit ein bisschen Glück. Sondern nur so viel, dass man hier eine gewisse Beweglichkeit erreicht in diesem Halteärmchen. So dass das ein Stückchen nach unten kommt und da sind wir schon, wo wir hinwollen, genau. Ja, jetzt passt es. Also die Schraube ein bisschen gelockert, ein bisschen Beweglichkeit hier in diesem Halter. Und dann war es das schon. Man hat natürlich ein bisschen Spiel mit dem Druckstück, muss man ja auch haben. Es passt natürlich nicht alles auf ein Zehntel Millimeter. Ein Millimeter hat man natürlich immer Spiel rechts und links. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass das Druckstück, welches ja quasi hier endet, an dieser Kante, wo mein Fingernagel ist, und die Kante, die man da oben sieht, ist ja im Prinzip schon die Lagerschale. Das heißt, man muss gucken, dass ringsrum das Druckstück auf der Lagerschale schön zentriert ist. Also, dass es nicht irgendwie schräg drauf sitzt. Und das sowohl unten als auch oben, das kann man sehr schön justieren und dann oben mit der Hand andrehen, mit dem Feingewinde. Dann bleibt das auch so. Das ist jetzt also oben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, das zu zentrieren, aber es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und ich habe das jetzt hier gemacht und so passt das gut. So, jetzt fahre ich mal gerade runter. Man setzt jetzt also hier oben den Schlüssel an und dreht einfach zu. Aber ich habe gerade festgestellt beim Justieren des Ganzen, dass man das fast von Hand machen kann. Das ist Wahnsinn. Zumindest anfangs. Und ich kann vielleicht zeigen, hoffentlich, vielleicht kann man sehen ein bisschen. Ich drehe jetzt einfach nur mit der Hand zu und kann mit der Hand völlig ohne Werkzeug zumindest die obere Lagerschale einpressen. Die obere Lagerschale ist also jetzt am Anschlag und das habe ich nur mit Handkraft gemacht, ohne überhaupt ein Werkzeug zu benutzen. Die untere Lagerschale ist natürlich nicht eingepresst, weil die untere Lagerschale hat durch ihren größeren Durchmesser natürlich viel mehr Reibung. Aber die obere, die ist jetzt schon drin und das hat eigentlich nicht mehr Kraft gekostet, als ein Gurkenglas zu öffnen. Sehr schön, macht einen guten Eindruck. Jetzt hätte ich gerne einen guten Blick darauf, wie sich die untere Lagerschale einzieht, aber ich kann da nicht gucken, wenn ich oben drehe, deshalb richte ich mal die Kamera da drauf und hoffe, dass das eine ganz gute Aufnahme gibt. Ich nehme also jetzt meinen 32er Schlüssel und setze den oben an und drehe jetzt einfach zu. Das Ganze ist auch recht kraftlos. Zack. Jetzt hat es angefangen schwer zu gehen und jetzt höre ich erstmal auf und schaue mir das Ergebnis an. Ich drehe also jetzt in die entgegengesetzte Richtung, um das Ganze wieder zu lösen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ja, ich muss sagen, auch nach dem Gefühl 15 bis 20. Lenkkopflager habe ich immer noch ein bisschen Respekt vor so Alurahmen. Alu ist halt ein weiches Material. Wenn da irgendwas schief läuft, dann ist es schief. Und zwar richtig schief. Das ist das Problem. Deshalb ist gutes Werkzeug essentiell, auch wenn es manchmal auf die Platte kracht. So sieht es also oben aus und ich benutze immer ganz gerne einen Spiegel, um zu schauen, ob die Lagerschale ringsrum schön gerade eingebaut ist. Und das zumindest, finde ich, sieht sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns das gemeinsam von unten an. Ja, auch hier würde ich sagen, das ist perfekt. Und hier kann man auch schön im Spiegel nochmal diese Kante sehen, mit der man die Lagerschale hier wieder rausholen kann im Zweifelsfall. Hier sieht man diese Kante recht schön, genau. Ja, prima. Die Lagerschalen sind also drin. Das war schon mal der erste Streich mit dem neuen Werkzeug. Es hat gut geklappt, bis auf das man halt ein bisschen aufräumen musste da unten. Aber das war nur eine Kleinigkeit. Ja, ich muss sagen, Eingangstest bestanden. Das war schon mal halt falsch. Nicht schlecht. Ja, und bei der Gelegenheit natürlich nochmal danke dem Miguel für diese nette Aufmerksamkeit hier.
Ich mache jetzt mal die Sachen wieder fest, die ich hier gelockert habe. So, das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Das ist die Schraube, die hängt hier noch drin. Gewinde finde. Jetzt hat's gefunden. Ach komm. Warum nicht diesen hier nehmen? Also. Bast. Und den Lenkschaft bekommt man ja sowieso dran vorbei. Das haben wir ja gesehen. Als nächstes werde ich die Kegelrollenkäfige fetten und aufpressen. Danke, Schwerkraft. Den unteren aufpressen, den oberen nur fetten und nicht aufpressen. Dafür habe ich meine Fettpresse gebaut. Diejenigen, die meinen Kanal verfolgen, wissen, was es damit auf sich hat. Die anderen mögen sich den Bau dieses Dings angucken. Da gibt es nämlich einen Film zu. Zam baut eine Fettpresse oder so ähnlich heißt der Film dazu. Schon 2-3 Jahre her. Ist also ein alter Schrott, hätte ich beinahe gesagt. Schrott ist natürlich nicht und es altert ja auch nicht. Es ist ein Stück Rohr von einem alten Standrohr und da habe ich ein Stück abgesägt und habe dann ein paar Teile gedreht auf der Drehbank, um da um Lager mit Fett verpressen zu können. So. Jo. Dieses konische Druckstück hier oben zentriert das Lager. Man sieht also, wenn ich hier jetzt diese Schraube anziehe, was ich durchaus per Hand machen kann, drückt sich das Fett, welches da in diesem Behälter sich befindet und nicht raus kann. Und da ist so ein Stempel drunter. Und dieser Stempel zieht nach oben, wenn ich hier an diesem Gewinde drehe, und treibt das Fett durch das Lager. Und durch die Rollen und durch jede kleine Ritze, weil das ja sonst nicht weiß, wo es hin soll. Und da ich es auch nicht weiß, sind wir uns einig. So, funktioniert sowohl für das große als auch für das kleine Lager. Ups. Apropos das kleine Lager, wo ist es? Hier ist es. So rum natürlich. Man muss es nicht mal zwischendrin nachfüllen, weil normalerweise langt eine Füllung für beide Lager. Das ist jetzt aber Zufall. Das habe ich jetzt nicht etwa ausgerechnet und dimensioniert, sondern das ist reiner Zufall. Kleine Lage ist manchmal nicht so ganz dicht. Unten an der Dichtfläche, deshalb bevor es oben rausquillt, quillt es oben ziemlich raus. Aber man sieht trotzdem, es funktioniert fürs Kleine auch nicht so perfekt wie fürs Große, aber naja, für selbstgebaut ist es okay. Ich bin happy damit. So, gut. That's it. Den Rest fülle ich hier schon wieder rein fürs nächste Mal. Und dann kommt es wieder ins Regal. Bis zum nächsten Mal. Zum Aufpressen des Kegelrollenkäfigs auf der Längsschaft benutze ich wie immer meine hydraulische Presse. Aber heute mal in Kombination mit einem Werkzeug, welches mir auch der Miguel geschenkt hat. Und zwar einem Aufpresswerkzeug für genau diese Lager. Ich habe ja bisher immer ein Standrohr genommen dafür. Jetzt habe ich das da bekommen, hat schon eine kleine Beschädigung, macht aber nichts, ist vielleicht gebraucht, macht aber nichts, im geschenkten Gaul und so, aber ihr kennt das ja. Und dann gibt es hier doch so ein paar Druckstücke, die man benutzt, um das entsprechend
an das Lager anzupassen und das will ich jetzt mal tun. Es gibt also Druckstücke mit verschiedenen Durchmessern. Hier beginnt es mit 35, dann hier 30, glaube ich, genau 28, 25 und 26. Ja, und jetzt muss man gucken, welcher Rand hier auf den Innenrand des Lagers passt. Es geht also hier um dieses große Lager und es geht auf diesen Rand. Der musste also genau hier innen reinpassen. So. Ich darf also auf gar keinen Fall auf den Lagerkäfig drücken, das kennt ihr ja, sondern muss hier innen auf diesen Innenrand drücken. Und das tut das mit, was war das jetzt? 30, glaube ich, ne? Tut es genau. Und dann ist vermutlich so gedacht, dass man diesen Stab benutzt. Dieser Stab ist hohl, da kann also der Lenkkopf schön drin verschwinden, wie man hier sieht. Und dieser Stab wird dann hier reingetan. So, und raste dann da ein. Und dieses ganze System kann man jetzt benutzen, um ganz einfach mit der hydraulischen Presse das dann da auf dem Lenkschaft runterzudrücken. Und ich montiere das jetzt mal zusammen auf der Presse und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich hatte ja vorher schon eine selbstgebaute Lösung, die kennt ihr ja mit meinem Standrohr. Und da habe ich jetzt auch so einen Adapter mir gedreht, damit mir die Gabelbrücke nicht wegrutscht. Den kann ich hier dann so unterbringen, diesen Adapter. Und der sitzt dann hier drin und dann ist das alles fest. Und diesen Adapter benutze ich jetzt natürlich auch, weil untenrum hat sich ja nichts geändert. Bleibst du da? Schwerkraft ist mir heute nicht hold, das habe ich schon gemerkt. So, jetzt mal kondensieren bei der Arbeit. Zuerst ein bisschen Fett hier drauf, damit es rutscht. So. Dann kommt die Staubschutzkappe. Dann kommt diese Konstruktion. So. Ja, und das kann jetzt in die Presse eingespannt werden. Da ich es jetzt natürlich mit geringfügig anderen Längenverhältnissen zu tun habe als vorher, habe ich das jetzt natürlich neu ausprobieren müssen, was wo am besten zu tragen kommt, wie es eingestellt werden muss, wie die Presse eingestellt werden muss, wo die Komponenten liegen. Und so weiter, ja. Und ich habe eine gute Einstellung gefunden. Ich hoffe, dass sie sich jetzt gleich bewähren wird. Aber ich möchte die mal filmisch festhalten, einfach für mich, damit ich beim nächsten Mal vielleicht nicht wieder nachdenken muss. Hier unten hat sich also erstmal nichts geändert. Ich habe da meinen Drehteil dazwischen, um erstmal die Gabelbrücke selbst zu fixieren auf dem Stempel. Dann kommt dieses Teil mit der Nummer 30, 30 mm. Und hier oben bin ich also im obersten Loch der Grundkonstruktion. Die Extended-Konstruktion habe ich gar nicht benutzt diesmal. Die habe ich beim letzten Mal noch gebraucht, weil das Gabelrohr natürlich viel länger war als dieses schöne türkise Teil. Und hier habe ich also als Abstandshalter noch ein Stück Holz dazwischen und dann meine Pressplatte, die ich beim anderen System auch benutzt habe. Und damit wäre das eigentlich jetzt soweit fertig und wird hoffentlich genauso funktionieren wie vorher auch. Jetzt schauen wir mal, man möge sich vergewissern, dass man die Staubschutzkappe nicht vergessen hat, dass es richtig rum drauf ist, dass alles okay ist und dann Bumbe. So. Das war's. Wie immer schon, weiter geht's nicht. Und jetzt kann man es wieder releasen. Ja, jetzt ist das alles oben abgestürzt, aber okay, das mit der Schwerkraft an dem heutigen Tag hatten wir ja schon. Jo, jetzt ist es drauf, dann kann man es wieder abmachen. Ich muss auch meinen Abzieher nicht benutzen, um dieses Ding hier wieder rauszukriegen, wie bei meiner Konstruktion. Aber sei es drum, dieses Ding bewegt sich schön, wie es soll. Es ist aufgepresst und ja, gut ist. Abputze, Eibacke. Und ab dafür, sagt der Hesse. Kommst du raus? Oh, das ist. Oh ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte diesen O-Ring da drin einfetten sollen vorher. Das war scheiße. Ja, sorry for that. Aber hätte ich dran denken müssen.
Und damit ich es nicht bei den anderen auch vergesse, obwohl ich die jetzt gar nicht benutze, fette ich die jetzt ein, alle. Ach Mensch, schade. Aber naja. Aber ich kann den auch rauspulen und andere da reinmachen, das ist ja nicht das Problem. Ist nicht wirklich was passiert, aber schade. Was war eigentlich hier drin? Hab da nichts raus, oder? Keine Ahnung. Egal. Aber ich könnte natürlich mein persönliches Druckstück da unten unterbringen. Nein, könnte ich nicht. Schade, schade. Aber ich könnte natürlich diese Ablage hier leicht modifizieren, damit mein persönliches Druckstück bzw. mein Adapter unten da reinpasst. Ja, ist jetzt nicht perfekt, aber man muss auch lernen, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Ha! So, es wird noch ein bisschen Fett deponiert an dieser Stelle. Wie immer, auf dass die Schwerkraft und die Straßenbelege helfen im Laufe der Jahre und der Kilometer an die richtige Stelle zu kommen. Bisschen Rostschutzcoating haben wir ja innen auch gemacht. Und dann hinein mit Teil. Das war aber rutschig eben. So, und der Vorteil ist, jetzt sind die Bremsleitungen sehr hilfreich, weil das fällt nicht wieder raus. Hoffe ich zumindest. So, und du bleibst jetzt drin, keine Widerrede. Ja, sieht gut aus. Moment mal, ich muss erstmal die Mutter bereitlegen. Dann kommt der Lagerkäfig hier drauf. Das heißt, ich fette das erst nochmal so ein bisschen. So. Das Lager ist zwar gut gefettet, aber viel hilft viel, hat mein Chemielehrer früher immer gesagt. Das passt zu Katas Motorrad, weil Kata ist ja auch Chemikerin. Ha, fällt mir gerade ein, gerade bei dieser Gelegenheit, obwohl es eigentlich irrelevant ist. Aber manchmal hat man halt Assoziationen. Die sind halt, wie sie sind. So. Fein gemacht. Wow. Ja, so ein Feingewinde ist schon was Langweiliges, bis man durch ist. Da hat man seinen Spaß. So, Ende. Ja, viel mehr wie handfest muss man diese Kegelrollenlager ja bekanntlich nicht machen. Und das macht schon eigentlich einen guten Eindruck. Da muss ich gar nichts mehr tun, wie es aussieht. Ich werde es trotzdem mal ein bisschen festziehen, damit sich setzen, damit er lockern und dann passt das schon. Also so wie immer halt. Aber jetzt mache ich erstmal einen Gabelservice, glaube ich. Weil viel mehr kann ich hier erstmal nicht zusammenbauen, bevor ich nicht die Gabelholme bereit habe. Ja, wieder Gabelservice, natürlich wieder super spannend. Aber die Katta will natürlich sehen, wie es in ihren Gabelholmen aussieht. Deshalb schauen wir da schon gemeinsam rein. Das ist klar, das müssen wir schon tun. Aber ich will meine neue Tischdecke nicht versauen, deshalb mache ich das hier. Kommst hoch, Alter! Ich habe ja extra den Abfluss noch nicht weggeräumt. Schlürft mich an. Ah, der kommt gleich mit Kupferring. Das ist freundlich. Oh, da ist schon mal ziemlich viel Schlamm unten drin. Aber das ist ja dieser verjüngte Ständer, der da drin steckt. Die Kolbenstange und da sammelt sich natürlich unten alles. Aber es ist ja schön, wenn sich die Arbeit lohnt wenigstens.
Na ja, hätte schlimmer kommen können. Aber es ist nicht ganz so wässrig wie das letzte, was ich hatte. Ich lasse es einfach noch ein bisschen austropfen. Ja, die Rissbildung an den Staubschutzmanschetten ist signifikant an dieser Stelle. Ich hoffe, die Gleitringe sind noch gut, weil wenn die nicht mehr gut sind, müsste ich erstmal einkaufen gehen. Dann schauen wir mal rein in das Teilchen. So. Generell ist bei einstellbarer Vorspannung immer gut, vorher zu entspannen, bevor man das hier aufschraubt. Hier sind wir jetzt, der erste, zweite Ring ist sichtbar. Und wir sind jetzt genau auf dem dritten Ring. Das stelle ich dann nachher wieder so ein. Der dritte Ring ist jetzt sichtbar, jetzt der vierte sichtbar. Jetzt sind wir am Anschlag. Gelockert habe ich es ja schon, das müsste jetzt eigentlich leicht gehen. Tut's auch. Ich weiß ja von der Doppeläffchengabel, dass da nicht so viel Spannung dahinter ist. Ich habe also jetzt keine Angst, dass es mir die Kamera abschießt gleich. Sondern dass das eher gemächlich vonstatten geht, das Ganze. Kann man es vielleicht sogar schon von der Hand drehen? Müsste. Ja, genau, kann man es. Das war's. Was wir hier drin haben, ist wie gesagt genau das gleiche wie beim Doppeläffchen auch. So ein Teller, der da verstellbar ist mit so einer kleinen Halteklammer. Also, was das angeht, haben wir wieder mal nichts Neues zu bieten. Eine relativ lange Hülse. Die Feder schütte ich mal über dem Näpfchen aus. Scheibe über der Feder, wie immer. Ja, das war der Kolben. Sehr schön. Dann haben wir ja fast alles. Nur noch der hydraulische Anschlag fehlt, aber den hole ich zum Schluss raus, wenn die Rohre getrennt sind. Es ist also tatsächlich, wie von mir vermutet, eigentlich original die Doppeläffchengabel. Kann natürlich sein, dass die Federrate ein bisschen anders ist. Kann natürlich sein, dass die Längen zwischen Feder und Abstandshülse sich geringfügig für dieses Motorrad verändert haben oder angepasst worden sind auf die 20 oder 30 Kilo, die das vielleicht leichter ist. Aber ich habe es nicht nachgemessen, ich weiß es nicht. Aber konstruktiv ist es das Gleiche. Und weg damit. Und der Rest ist wie immer. Dieser Teflon-Gleitring scheint sehr gut zu sein. Das ist erfreulich. Den ernten wir mal kurz. Dieser Gleitring sieht auch gut aus. Schaue ich noch mal genauer nach. Dann kommt natürlich diese wie immer verrostete Scheibe und dann der Simmerring. Der Simmerring war dicht, aber kommt in den Müll. So, auch in die Waschmaschine, die ganzen trocken. Ah, zum hydraulischen Anschlag muss ich gerade noch was sagen, weil da wieder eine Frage kam. Und offensichtlich das immer noch nicht ganz verstanden war. Vielleicht gelingt es mir jetzt, dass es alle verstehen. Der hydraulische Anschlag ist hier drauf geschraubt und steckt hier drin und ist mit dieser Schraube hier unten fest. Mit der Schraube, die ich immer aufdrehe. Habt ihr ja schon oft genug gesehen. So. Dieses Ding sitzt also da und ist konisch. Es ist vielleicht auch komisch, aber in erster Linie ist es konisch. Das heißt, es verjüngt sich in diese Richtung. Und hier ist ein Gebilde drin, welches genau hier drüber passt. Gerade so. Und da sich das verjüngt und wenn das Standrohr beim Eintauchen hier über diesen hydraulischen Anschlag gleitet,
wird an dieser Stelle Öl zusammengepresst und der hydraulische Anschlag wird immer dicker, je weiter es da eindringt, weil der Durchmesser zunimmt. Das heißt, dieser Ölspalt, den man hier ringsherum sieht, der erzeugt wird zwischen diesem Gebilde hier drin und diesem hydraulischen Anschlag, wird immer kleiner, je tiefer die Gabel kommt. Und das ist eine Anschlagsdämpfung, sonst nichts. So funktioniert das. Deshalb heißt dieses Ding hydraulischer Anschlag und deshalb merkt man, wenn man die Gabel mit Öl gefüllt hat und ein paar Mal pumpt zum Entlüften, merkt man ganz deutlich, dass es hier ungefähr die letzten 1-2 Zentimeter immer schwerer geht, die Gabel zusammenzudrücken, auch wenn die Feder noch gar nicht drin ist, auch wenn man gerade erst mit Öl gefüllt hat, merkt man, dass das hier immer schwerer geht. Und das ist nämlich der Moment, wo das Ding einen gewissen Durchmesser erreicht hat und dann das Öl richtig durchdrücken muss, durch diesen verbleibenden, immer enger werdenden Spalt. Ja, das ist der Einfederanschlag quasi. Und das, was wir hier an diesem Kolben dran hatten, diese Feder an diesem Kolben, ist der Ausfederanschlag. Den haben wir an der Dämpferkartusche von der SC58 genauso. Und diese Konstruktion hier mit diesem hydraulischen Anschlag ist bei allen Showa-Gabeln so, die ich je gesehen habe. Also ich habe noch nie gesehen, dass das anders gemacht worden wäre. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht anders gemacht werden kann. Aber ich habe ja bisher nur meistens an CBFs, CBs und solchen Sachen rumgebaut. Und da ist das also immer so. Ja, hier unten drunter sammelt sich immer Schlamm, das ist normal. Und bei diesen Gabeln mit dieser Kolbenstange sammelt sich an dieser Stelle auch Schlamm. Das ist auch normal. Hier ist es noch wenig. Hier kann man noch durchschauen. Beim Doppeläffchen, wer sich erinnern mal, konnte man nicht mehr durchschauen, weil alles zu war da unten. Und hier sitzt das Gewinde für die Schraube, die ich immer am Anfang rausschraube, drin. Und deshalb, weil an dieser Stelle die Schraube quasi sitzt und endet, ist die Schraube natürlich auch voll mit Schlamm, wenn man sie rauszieht. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Ich wasche das jetzt mal ab. So, Nummer 1 ist sauber, es ist alles in Ordnung, die Gleitbuchsen sind top. Ja, ich lüfte hier gerade mal, man könnte denken, wir haben einen schönen Frühlingstag, obwohl es ein Herbsttag ist, die Sonne scheint, inzwischen haben wir 16 Grad oder sogar 18 Grad draußen, sehr schön eigentlich. Ja, man könnte direkt nochmal auf die Piste, aber ich muss ja arbeiten, in Anführungsstrichen natürlich. Also das sieht alles noch ziemlich gut aus eigentlich. Während das noch ein bisschen auslaufen darf, werde ich das polieren, um solche Sachen zu entfernen. Viel gibt es hier wirklich nicht zu tun, weil dieses Motorrad, wie schon gesagt, in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Sehr gepflegt. Macht richtig Spaß, den Rest, der noch nicht ganz glänzt, noch ein bisschen auf Hochglanz zu bringen. So, perfekt. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Der linke Gabelholm steht auch auf dem dritten Strich. Stand der andere nicht auf dem zweiten Strich? Egal. Das ist jedenfalls der vierte und hier ist der Anschlag. Doch den anderen Sockel benutzen. Ich glaube, das ist besser, als mit dem anderen Schlüssel abzurutschen. Ja, da kommt nichts mehr. Der ist so lange ausgetropft.
Der war aber hartnäckig. Bist du nicht willig, so rauch ich im Wald. Oder wie war das? Wo ist denn der Anfang hier? Ah, hier ist er. Das kommt weg. Ich begebe mich jetzt wieder unter die Gasmaske und die Komponenten unter die Dusche. Bei den Kolben unbedingt darauf achten, dass dieses Loch frei ist. Man kann das sehr schön sehen, dass es da durchleuchtet. Darauf achten, dass der Kolbenring freigängig ist. Man kann ihn auch abmachen, wenn man darunter den Dreck nicht wegbekommt. Den kann man einfach abklappen, das ist kein großes Problem. Habe ich hier gemacht und darunter gereinigt. Der geht wieder drauf. Der hat hinten so eine, auf der Rückseite so eine kleine Stelle, aber hier. Nicht brechen, ganz vorsichtig und innen auf jeden Fall mit einer Innenbürste sauber machen. Mit so einer, die da liegt, die habe ich dafür benutzt. Damit kommt ein unendlich vieler Dreck raus. Einfach nur ein bisschen sprühen ist hier nicht genug. So, alles wieder sauber, Platte geputzt, Kaffee getrunken, fast. Jetzt brauchen wir Gabelöl in hohen Dosen. Aber eigentlich sind die kleinen Dosen besser dafür geeignet. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, jetzt wird richtig schön gekleckert. Wie sich das gehört. Halt! Sagt doch einer was, der hydraulische Anschlag fehlt. So ist richtig. Dieser Kolben neigt jetzt sehr gerne dazu, einfach durchzudrehen da unten, wenn man versucht, die Schraube festzumachen. Deshalb macht es Sinn, hier vorne die Feder reinzustecken, die Hülse draufzustecken, das ein bisschen zu verspannen, damit es eben nicht durchdreht. Aber ich probiere es einfach erstmal so. Manchmal klappt es. So, mal gucken, ob ich das Gewinde schon treffe. Ja, macht sich gut. Ich mache es also so, dass ich es reindrehe, schaue, dass ich das Gewinde treffe, schaue, dass alles die richtige Position hat, dann drehe ich es wieder raus. Was ich jetzt tue, dann kommt die Schraubensicherung drauf und dann kommt es wieder rein. Habe ich auch nichts vergessen da drin? Nee, eigentlich nicht. Alles gut. Und es hat wieder gegriffen. Tremo aufziehen. Es gibt so wunderschöne elektrische Tremos. Nicht, dass man das bräuchte, aber cool ist es schon. So. Ich mache das erstmal. Ich mache das erstmal fest. Das kannst du natürlich immer noch durchdrehen. Aber es war mir gnädig.
Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Man muss diesen Ring leicht zusammendrücken und dann nach unten reinschieben. Ich zeige das gerade mal. Ich habe es schon ein paar Mal gezeigt, aber ich zeige es nochmal, weil ich habe was vor. Geht also um diesen Spalt, den man da sieht. Dieser Spalt muss zusammengedrückt werden. Wenn man rechts und links Richtung Mitte drückt, dann drückt sich dieser Spalt zusammen und gleichzeitig muss man dann diesen Ring, diesen Gleitring nach unten versenken, dass es so ein ganz kleines bisschen in das Loch reinkommt. Den Rest rutscht er dann zusammen mit dem Reinpressen dann. Aber erstmal das hinzukriegen, ist immer eine Fummelei, das rechts und links zu drücken und gleichzeitig runterzuschieben, weil entweder ich drücke oder ich schiebe. Beides gleichzeitig ist immer ein bisschen blöd. Jetzt werde ich dieses Problem nämlich ein für alle Mal lösen. Meine Lösung aus übrig gebliebenem Werkzeug eines bekannten schwedischen Möbelherstellers. Zack und sitzt. Ha! Der Spalt ist zu und den Rest schafft das Dingelchen von alleine. So entsteht wichtiges Werkzeug. Als nächstes kommt, wie ihr wisst, der Ring. Ein bisschen Gabelöl, damit die Dichtung, der Simmerring, gleich gut rutscht. So. Ein bisschen Silikonfett zwischen die Lippen, so wie immer. Breite Öffnung nach unten, Beschriftung nach oben. Und Tauchstation. Normalerweise klopft man das jetzt auch da rein, aber das mag ich nicht tun. Ich mag es jetzt mal pressen. Das habe ich bei der letzten Gabel, die ich zusammengebaut habe. Da wart ihr nicht dabei, da wart ihr nur bei der Zerlegung dabei. Habe ich das auch schon ausprobiert und das geht toll. Ich zeige es euch jetzt mal im Detail. Ja, das sitzt also einfach da unten auf und ist halbwegs justiert. Da habe ich eine Resthöhe, die es mir genau erlaubt, dieses Ding anzubringen und das Eindrückwerkzeug oder das Einschlagwerkzeug, was ich hier als Eindrückwerkzeug benutze. Das sieht dann unterm Strich so aus. Zack. Zack, so. Ja, und jetzt einfach pumpen, so wie immer halt, ne? Ich liebe es ja, wenn Dinge geräuschfrei vonstatten gehen. Und hier ist das der Fall. Wie man sieht, passt alles gut. Und jetzt kann man, wenn man will, auch gleich diese Klammer einbringen. Passt. Ein bisschen Fett oder Öl an dieser Stelle hilft, damit die Klammer nicht rostet. Ja, bleibst du scharf. Perfekt.
diesem Zustand wird die Gabel jetzt also befüllt und entlüftet. Und ich wurde gebeten, diesen Vorgang nochmal genau zu zeigen und genau zu erklären, was ich natürlich gerne tue. Obwohl es bei dieser Gabel vielleicht ein bisschen einfacher ist als bei anderen, weil sie keine Kartusche hat. Man steckt die Gabel also voll zusammen. Das Standrohr kommt ganz runter und das geht relativ einfach, weil noch kein Öl drin ist. Man spürt also noch keinen Widerstand, noch nicht den Widerstand, von dem ich vorhin sprach, im Zusammenhang des hydraulischen Anschlags. Den spüren wir gleich erst. Es ist nichts drin, die Federn liegen alle noch hier, die Hülse liegt hier, alles liegt noch hier. Dann ist ein Blick ins Werkstatthandbuch angezeigt. Und dafür sollte man das Licht der Kamera ausmachen, sehe ich gerade. So, wir sehen hier also, dass wir 457 plus minus 2,5 Kubikzentimeter einfüllen sollten. Das sieht man also hier. Und wir sollten dann ein Luftpolster von 149 mm erreichen. Das steht auch im Werkstatthandbuch. Zwei Angaben, man nimmt entweder die eine oder die andere. Und in der Regel ist es so, dass beide miteinander übereinstimmen. Ich mache es also immer so, dass ich erstmal einen knappen halben Liter einfülle. Entlüften, das war das Problem oder die Fragestellung des Zuschauers. Man tut eigentlich nichts anderes, als die Gabel zu betätigen. Und jetzt, wo Öl drin ist, merkt man sehr deutlich den hydraulischen Anschlag. Es geht leicht runter und sobald der hydraulische Anschlag zum Tragen kommt, geht es plötzlich schwer und das letzte Stück macht richtig Widerstand. So, und das macht man jetzt so 5 bis 10 Mal und spült damit die ganzen Luftblasen nach oben. Man kann hier auch reinschauen. Manchmal kommt noch eine Luftblase raus und steigt nach oben. Und solange das der Fall ist, pumpt man halt einfach ein bisschen weiter. So, hier in diesem Fall haben wir keine Dämpferkartusche. Wenn man jetzt eine Dämpferkartusche hätte, würde man die Dämpferkartusche hier rausziehen, oben diesen Stab, und würde den ganz einfach nehmen und ein paar Mal hoch und runter ziehen. Dabei muss man aufpassen, weil aus diesem Stab der Dämpferkartusche kommt sowohl seitlich, aber so hoch kommt er nicht, als auch oben ziemlich viel Öl raus. Man soll das also nicht mit Kraft machen, dann gibt es eine Sauerei, sondern ganz langsam, so wie ich das hier auch gemacht habe. Das macht man 5 bis 10 Mal, bis man also merkt, dass keine Blasen mehr aufsteigen. Und da wir hier keine Dämpferkartusche haben, fällt der Arbeitsgang mit der Dämpferkartusche einfach weg. Und das ist alles. Und man merkt das auch sehr deutlich. Es hört auf zu schmatzen, es geht alles schön geschmeidig. Und wenn man will, kann man es noch ein paar Minuten stehen lassen. Aber dann ist gut. Man sieht also hier recht schöne Flüssigkeitsspiegel. Wenn man jetzt die angegebenen Kubikzentimeter sehr genau ausgemessen hat, dann ist man jetzt fertig und kann die restlichen Komponenten einbauen. Aber ich habe das nicht gemacht, ich habe zu viel eingefüllt, absichtlich. Deshalb muss ich jetzt absaugen. Ich mache das mit einem Absauggerät, das ist nichts anderes als so ein Ring mit einem beschrifteten Linealröhrchen, welches hohl ist. Und das stellt man also hier ein auf die Höhe, die man haben will, zwischen dem Absaugpunkt hier unten und dem Auflagepunkt oben. Ich habe das also jetzt auf 149 mm eingestellt. Jetzt stecke ich das da oben rein, stecke eine Nuss dazu. Die Nuss dient einfach nur dazu, dass das Ding an Ort und Stelle bleibt und nicht rumkippelt, nicht rumwackelt. Und jetzt mache ich da eine Spritze vorne dran und sauge einfach. Und ich merke, ich habe zu wenig eingefüllt. Es ist also unter diesem Limit. Das heißt, ich muss noch etwas mehr reinfüllen. Sowas kann natürlich sein. Mein Messbecher auf dem schiefen Tisch ist nicht so der genaueste. Deshalb mache ich das ja auch mit dieser Methode. Ich gucke also mal, ob es jetzt nass ist. Ja, jetzt ist es nass unten, jetzt müsste es funktionieren. Jetzt sauge ich mal wieder und geht zum Teil recht schwer.
was bei dieser Spritze normal ist. Und jetzt sehen wir, dass das Öl hier kommt. Und es wird einfach so lange gesaugt, bis das Öl aufhört zu kommen, sondern nur noch Luft kommt. Dann hat man genau diese 149 mm eingestellt. Nämlich genau jetzt. Und das, was man hier sieht in der Spritze, ist also das, was ich zum Schluss zu viel drin hatte. Also ca. 15 Milliliter. Das war schon alles, was es zum Befüllen und Entlüften zu sagen gibt. Entlüften bedeutet nichts anderes, als die ganzen Elemente, die beweglich sind, so lange zu betätigen, bis keine Blasen mehr aufsteigen und bis es aufgehört hat zu schmatzen. Mehr nicht. Jetzt kommt der Ring wieder rein. Man kann nur hoffen, dass es sich nicht verkantet, sondern gerade reinfällt, wie es sich gehört. Dann kommt die Feder rein. Ups. Und dann kommt die Abstandshülse drüber. Dann gibt es ein bisschen Öl auf den O-Ring. Und dann geht die Klappe wieder zu. Ja, die 24, das ist die, die ich eben benutzt habe, um mein Absauggerät zu beschweren. So, das war's. Jetzt kommt ein bisschen Silikonfett hier um diese Staubschutzkappe. Nicht diese Lücken zuschmieren. Wenn man diese Lücken zuschmiert, kann die Luft nicht entweichen und man bekommt die Kappe nie runter. Man wirkt sich einen ab und die poppt immer wieder hoch. Das ist schlimm. Deshalb nur ganz wenig benutzen und niemals die Lücken zuschmieren. Und wenn man die Lücken nicht zugeschmiert hat, dann passt das alles ganz prima jetzt. Es kommt noch der Steinschlagschutz. Der hat so eine Nut. Der hat gesagt, der hat eine Nase, die geht in eine Nut. Deshalb kann man das auch nicht verdrehen. Prima. Und Nummer 1 ist fertig, Nummer 2 mache ich ohne euch. So, Nummer 2 ist auch fertig. Ja, damit ist das Frontend fertig. Zusammenbauen tue ich ganz zum Schluss. Als nächstes kontrolliere ich noch das Ventilspiel und dazu sehen wir uns demnächst bei Zams Channel. Macht's gut!